Spiritus Sanctus, se Domine, Sancte Pater, Omnipotens et Terpete, et Mitere Dineri Sanctum Angelum Tuum Decens, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitacum, per Christum Dominum nostrum.
Dulce vobis cum. Oremus, aurem tuam quesumus domine precibus nostris accommodam, et mentis nostre tenebras gratia tue visitationis illustras, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Philippenses. Fratres, gaudete in Domino semper. Iderum dico gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus. Dominus propes. Nihil solicite sit. Sed in omni oratione et obsecratione, cum gratiarum actione petitiones vestre inodescanta apud Deum. Et pax Dei qui exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras, in Christo Iesu Domino nostro. Excita potentiam tuam et veni, qui regis Israel intende, qui reducis velut olem Iose. Venecia Sancti Evangelii secundum Johannem. In illotem pore miserunt Iudei ab Hierosolimi sacerdotes et levitas ad Ioannem ut interrogarenteum, tu quis est, et confessus est, et non negavit, et confessus est quia non sum ego Christus. Et interrogaverunteum, quid ergo Elias est tu, et dixit non sum. Propheta est tu, et respondit nonem. Dixerunt ergo ei, quis est ut responsum demus, isqui miserunt nos, quid dicis de te ipso.
Ego ait ego vos clamantis in deserto. Dirigit eviam domini sicud dixit Isaias prophetam. Et qui missi fuerant erax ex fariseis. Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei, quid ergo baptisasi tu non es Christus, neque Elias, neque prophetam. Respondit eis Ioannes dicens, ego baptizo in aquam, medius autem vestrum stetit quem vos nescitis. Ipse est qui post me venturus est, qui ante me factus est, cuius ergo non sum dignum, ut solvam eius corrigiam calceam menenti. Ec in Betania facta sunt transjordanem, ubi erat Ioannes baptisans. Zum heutigen dritten Adventssonntag Gaudete vernehmet die Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Philipper. Brüder, freuet euch alle Zeit im Herrn. Noch einmal sage ich, freuet euch. Lasst alle Menschen eure Güte erfahren, denn der Herr ist nahe. Um nichts macht euch Sorgen, sondern all eure Anliegen traget in Gebet und Flehen unter Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Das sind die heiligen Worte der Lesung. Erhebet euch und vernehmet das Evangelium, das uns der heilige Johannes im ersten Kapitel aufgezeichnet hat. In jener Zeit sandten die Juden von Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte und beteuerte, ich bin nicht der Christus. Da fragten sie ihn, wer dann? Bist du Elias? Er antwortete, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er entgegnete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, wie der Prophet Isaias gesagt hat. Die Gesandten aber waren Pharisäer. Sie forschten ihn daher weiter aus und sprachen zu ihm, warum taufst du dann, wenn du nicht Christus bist und nicht Elias und auch nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist es, der nach mir kommen wird, obgleich er vor mir gewesen ist. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen aufzulösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Durch die Worte des heiligen Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, freuet euch. Nun freuet euch doch endlich. So geht es offensichtlich nicht. Freude kann man nicht befehlen. Oder doch? Paulus jedenfalls tut es in der heutigen Lesung. Freuet euch immer da im Herrn. Nochmals sage ich, freuet euch. Und das, liebe Gläubige, ist nicht weniger als ein Befehl. Aber so fragen wir, hängt denn Freude nicht von bestimmten Faktoren ab? Man freut sich doch über etwas. Also muss man erst einmal etwas haben, worüber man sich freuen kann, um dem Befehl, freuet euch, auch nachkommen zu können. Wenn es aber insgesamt schlecht steht, wenn wir selber zum Beispiel schwer krank sind oder wenn wir in eine trostlose Welt blicken,
wenn die politische Lage verfahren ist, wenn überall Ungerechtigkeit und Verführung vorherrschen, Leid und Untergang. Und wenn alle Zeichen auf Sturm stehen, wir dem unheilvollen Lauf der Dinge sozusagen anheimgegeben sind, ja, worüber sollen wir uns denn dann freuen können? Und hier liegt der entscheidende Punkt. Paulus fordert uns nicht einfach auf, freuet euch. Er sagt vielmehr, freuet euch immer da im Herrn. Und damit nennt er den Grund der Freude, den wir immer und überall haben, den Herrn. Zunächst aber, liebe Gläubige, nochmals zu dem Freudenbefehl. Freuden kann man tatsächlich nicht befehlen, wie es die Schreckensherrschaften der jüngeren Vergangenheit getan haben, die den Menschen sozusagen die Pistole an die Stirn setzten und sagten, jetzt freuet euch. Auch wenn es im Kommunismus und im Nationalsozialismus für gute Menschen nicht viel zu lachen gab, freuen sollten sie sich eben trotzdem über den Fortschritt der arbeitenden Klasse oder der arischen Rasse. Aber so lässt sich Freude nicht anordnen. Und dennoch kann uns Paulus Freude befehlen, erstens, weil es einen Grund dafür gibt, den Herrn, und zweitens, weil er nicht eine Freude als bloßes Gefühl meint. Man muss nämlich innerhalb der Freude verschiedene Arten und Stufen unterscheiden. Es gibt Freude als Gefühl, als Leidenschaft. Es gibt Freude als ein Bemühen des Menschen. Es gibt Freude als Tugend. Und es gibt außerdem Freude als Gnade, ja, Freude als Frucht des Heiligen Geistes. Freude als Gefühl, als eine bestimmte Bewegung und Stimmung der Seele kann man tatsächlich nicht befehlen. Sie hängt von äußeren und inneren Gegebenheiten ab, vielfach vom Zufall. Sie kann sich plötzlich einstellen und ebenso plötzlich ist sie dann auch wieder weg. Zum Beispiel bei Enttäuschungen. Eine frohe Erwartung hat sich zerschlagen. Ein Genuss ist in Schmerz umgeschlagen. Allgemein gilt, wenn das Klima außen und innen nicht recht ist, dann funktioniert es auch nicht so recht mit der Freude. Und auf das äußere Klima haben wir gar keinen, auf unser inneres Klima nur einen bedingten Einfluss. Also nochmals, das Freudengefühl lässt sich nicht befehlen. Es stellt sich ein oder eben auch nicht. Anders verhält es sich schon mit der Freude als einem Bemühen. Man könnte sagen, mit der Freudenübung. In ihr geht es darum, dass wir uns Motive der Freude zuführen und dass wir uns zu einer freudigen Gesamthaltung unseres Wesens, unserer Seele erziehen. Schon ein Lächeln wirkt da oft Wunder. Durch die bewusste Veränderung unseres Gesichtsausdrucks hält sich auch oft unser Inneres auf. So dann kann man sich gezielt an Gründe der Freude erinnern. Geh aus, mein Herz, und suche Freud, auch in dieser kalten Winterzeit. Und außerdem wirkt sich vor allem die Güte und die gelebte Nächstenliebe freudebringend auf uns aus. In der heiligen Lesung des heutigen Sonntags fordert deshalb auch der heilige Apostel Paulus zu entsprechenden Übungen auf. Wir sollen, so schreibt er, bescheiden und mäßig sein. Tatsächlich gute Voraussetzungen zur Freude. Froh zu sein bedarf es wenig, sagt der Volksmund. Paulus nennt vor allem das Hauptmotiv der Freude: Der Herr ist nahe, und er spricht vom Gebet in Danksagung. Ja, liebe Gläubige, die Danksagung erweckt Freude in uns. Je dankbarer ein Mensch, desto freudiger ist er auch. Und aus dieser gezielten Freudenübung erwächst dann nach und nach die Tugend der Freude. Hier wird sie also zu einer beständigen Haltung in uns, zur Grundeinstellung unseres Herzens. Und solche Freude, liebe Gläubige, Freude als Tugend, bleibt auch in schwierigen Situationen bestehen. Sie bewährt sich in Enttäuschungen, in Misserfolgen
und gegenüber schwersten Beleidigungen. Nicht, dass man dann vollkommen unempfindlich dem gegenüber geworden wäre, aber die echte tiefe Freude können eben solche Vorkommnisse uns nicht mehr rauben. Womit wir bei der letzten und höchsten Stufe der Freude angelangt wären, der Freude als Gnade und als Frucht des Heiligen Geistes. Bemerkenswerterweise nämlich, liebe Gläubige, hängen die beiden Worte Freude und Gnade in der neutestamentlichen Ursprache direkt zusammen. Wie begrüßt der Engel Gabriel die allerseligste Jungfrau Maria? Im Griechischen chaire kecharitomene. Die Ähnlichkeit von chaire und kecharitomene, die bemerkt man auch, wenn man der griechischen Sprache nicht kundig ist. Und wörtlich übersetzt heißt dieser Gruß: Freue dich, du ganz Begnadete. Die Freude Mariens ist also ihre Gnade. Weil sie so begnadet ist und begnadet bleibt, deshalb fällt sie niemals aus der Freude. Maria verliert die Freude nicht bei der bitteren Herbergssuche, nicht bei der Geburt ihres Sohnes unter so erniedrigenden Umständen. Sie verliert die Freude nicht einmal unter dem Kreuz. Denn Freude ist Gnade und Gnade ist Freude. Deren Zerstörung geschieht also nicht durch eine miserable politische Lage, geschieht nicht durch Einschränkungen der äußeren Freiheit, geschieht nicht durch kirchliche Maßnahmen gegen ihre eigene Tradition. Nein, das alles kann dann der letzten und tiefsten gnadenhaften Freude in uns doch nichts anhaben. Die Freude wird nur durch die Sünde zerstört. Die Freude ist Gnade und zugleich Frucht des Heiligen Geistes. So zählt der heilige Apostel Paulus in seinem Galaterbrief auf, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Milde und so weiter. Also sogleich nach der ersten Frucht des Heiligen Geistes, der Liebe, folgt die Freude. Wer wahrhaft liebt, der freut sich wahrhaft. Und wer den ewigen Gott liebt, der bleibt in ewiger Freude. So verstehen wir den heiligen Apostel Paulus mit seinem heutigen Freudenaufruf richtig, liebe Gläubige. Er befiehlt uns keine enthusiastischen Gefühle, keine weltfremde Naivität, kein Überspielen von Unrecht und Leid in der Welt. Aber er will, dass wir in der Gnade bleiben, dass wir Gutes denken und tun, dass wir dankbar sind, immer und überall. Und vor allem, dass wir wissen, der Herr ist nahe. Er die Quelle aller Freuden. Also freut euch im Herrn immer da. Nochmals sage ich, freut euch. Amen. Edohi nunum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Thank you.
socialem patri, equem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus exium pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus. Sila die secundum scriptura. Et ascendit in celum, sedet ad exterum patris. Et iterum venturus est cum gloria. Dominus vobis. Oremus. Benedictis.
et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Gracias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est, cum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias adegere. Domine sancte pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito filio tu, et spiritu sancto unus es Deus, unus es Dominus. Non in unio singularitate personae, sed in unius trinitate substantiem. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spiritu sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiternaeque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ad seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicendes. Sanctus, 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 dominus Deus, gloriae angelii terrae, Deus, Sanctus, Sanctus, Dominus 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 Deus, Sanctus, Sanctus, Domin
Per omnia saecula saeculorum. Oremus, predecepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus et dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Yeah.
ecce agnus Dei, ecce qui peccata mundi. Domine nostrum dignus ad entre sotectum ium, sed tantum biglavo et sanabito anima mia. Domine nostrum dignus ad entre sotectum ium, sed tantum biglavo et sanabito anima mia. Domine nostrum dignus ad entre sotectum ium, sed tantum biglavo et sanabito anima mia. Mein Jesus, ich glaube, dass du gegenwärtig bist im allerheiligsten Altarsakrament. Ich liebe dich über alles. Ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen. Da ich dich jetzt nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich dich, geistigerweise in mein Herz zu kommen. Ich bin sicher, dass du schon gekommen bist. Daher umarme ich dich und ich vereinige mich ganz mit dir. Halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden. Mein Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Ich bereue es, dass ich so viel mal das Vergängliche deiner unendlichen Güte vorgezogen habe. Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft dich nie mehr zu beleidigen. Und jetzt weihe ich mich, Armselige, ganz dir. Ich verzichte ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen, auf mein Begehren, auf alles, was ich habe. Ich übergebe mich ganz dir. Von heute an darfst du mit mir und mit allem, was ich besitze, machen, was du willst. Ich suche ganz allein dich. Ich verlange nach nichts anderem als nach deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis ans Ende und nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens.
Dominus est vobiscum. Oremus, imploramus Domine clementiam tuam, ut ec divina subsidia habitis expiatus adversa ventura nos preparem. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus et Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Because